Herzlich willkommen zurück zu Attack on Titan Wings of Freedom. Wir steuern Armin, der gerade im vorherigen Part eine überzeugende Rede gehalten hat, und Eren und unter anderem auch Mikasa, weil sie wäre sowieso nicht von seiner Seite gewichen, das Leben gerettet haben. Eren hat sich inzwischen wieder neu eingekleidet, wie wir sehen. Ja, ist aber gut. Soll ich das wieder so vorlesen? Du hast uns gerettet, Abi. Das war die richtige Entscheidung, dir zu vertrauen. Ich wusste, dass es dir gelingen würde, die Mauergarnison zu überzeugen. Danke, dass du an mich geglaubt hast. Ich bin froh, dass du und Mikasa nicht jenseits der Mauer fliehen musstet. Das ist so eine drastische Maßnahme und besonders realistisch ist sie auch nicht. Diese Kraft muss strategisch eingesetzt werden und unter Anleitung... Ja... Ach, das ist alles doch so, weiß ich nicht, noch so unschuldig, wenn man jetzt dran denkt, wie weit Attack on Titan eigentlich ist. So, und bei ihm hier muss man ja sagen, er hat ja nicht irgendwie aus egoistischen Gründen gehandelt oder so. Man hat ja gesehen, da war ja pure Angst, pures Entsetzen und Missverständnis in seinen Augen, weil er nicht verstanden hat, was da los ist, wie sich ein Mensch in einen Titan verwandeln kann. Und ganz ehrlich, stellt euch mal vor, ihr werdet in seiner Situation und will dann auf einmal so einen Skelett-Titan sehen, der eine Kanone abfangen kann. Also, ich verstehe da schon irgendwie alle Seiten. Das Levi? Oh, es tut mir leid. Das ist nicht Levi. Okay. Mission. Da. So, die Tische renieren und alles. Hallo? Okay, dann folgen wir mal dem Plan. Kommandant Pixies. Oder wie hat er es ausgesprochen? Pixies. Sorry. Ach Mann, ey, ich liebe Japan und Japaner. Ehrlich. Wart ihr schon mal in Japan? Ich würde ja mal gerne dahin fliegen, aber jetzt wegen Corona ist das sowieso nicht möglich. Ich weiß auch nicht, ob ich so einen langen Flug auf mich nehmen möchte, wenn ich ehrlich bin. Und ich kann nicht Japanisch. エレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。 巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。 俺もだ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、
愛する者に味合わせたいものも、ここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。 Die Kanonen habe ich jetzt bisher noch gar nicht benutzt, ne? Abgesehen von dem kolossalen Titan. そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。なんだよ。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時人類は初めて 巨人から領土を奪い返すことに成功する。僕の立てた作戦が採用されたけど、その作戦で正しかったのか。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。くそ、キリがねえぞ。 Mikasa und Erin, es ist alles so ein bisschen einfacher. Ja, genau, steht da. Perfekt, perfekt! Bleib so. Ich hab kein Gas mehr. So, gehen wir jetzt erstmal zum Rauchsignal. ウォーサー。巨人に邪魔されて補給物資を運べない。役に立てた。負けるもんか。あ、ハロー。 Oh nein, ich mag's nicht mit Armin zu kämpfen. Ja, aber erstmal gehe ich zu Ani. Erstmal haben wir. Ja,
Seht ihr, was ich meine mit Erden oder mit Mikasa? Hätte ich keinen zweiten Angriff benötigt oder einen dritten Angriff. Wo ist denn jetzt Annie? Wohin soll ich dich denn eskortieren? Wo bist du? Also jetzt geschafft, okay. Das hat er. So. Zum nächsten Rauchsignal. Hallo? Ja gut, noch rechtzeitig geschafft. Mann, ist steht aber auch so ein bisschen ungünstig, ne? Jetzt aber. Ja, noch nicht ganz. Na bitte. Boah, ich will mich nicht wiederholen, aber es ist mit Armin so. Boah. Ja. Es ist mit Armin so ziehend wie Kaugummi. Und ich glaube, ich wurde mit ihm jetzt öfters erwischt als mit Eren oder Mikasa. Gehen wir direkt da als nächstes hin. Wo ist es? Genau. Oiwa no maari ni kikoushi ga atsumatte kite imasu. Kore dewa Eren ga chikayoremasen. Wo denn?
Haben wir es geschafft? Okay. Oh, oh. Au. Ja, ich glaube, so klappt das echt besser, wenn ich den selber Angriffe erteile, beziehungsweise sage, was sie angreifen sollen. Ja. Klappt noch einiges besser. Wo ist denn noch einer? Da hinten. Warum auch immer, woran auch immer er sich jetzt verletzt hat. Was, Mann? Das ist schlecht. Au. Okay, gut. Ja, bitte. Das ist doch geschafft, während wir da eigentlich besiegt wurden, scheinbar. Ja, bitte, darauf freue ich mich schon. Hat er sich doch noch nicht so ganz im Griff? Ja, da ging der Plan wohl so ein bisschen nach hinten los.
Aber wenigstens noch ein S. Ja, voll. Ich wollte gerade irgendwelche Vermutungen aufstellen. Aber wisst ihr was? Ob sich der Titan Eren wieder beruhigen kann, wieder fassen kann und wieder Herr über sich selber ist, werden wir im nächsten Part erfahren. Bis dahin, backfit.